Lektion 299. Ewige Heiligkeit weilt in mir. Meine Heiligkeit liegt weit jenseits meiner eigenen Fähigkeit, sie zu verstehen oder zu erkennen. Doch erkennt Gott, mein Vater, der sie schuf, meine Heiligkeit als die seine an. Gemeinsam versteht unser Wille sie. Und gemeinsam erkennt unser Wille, dass es so ist. Vater, meine Heiligkeit ist nicht von mir. Sie ist nicht mein, um durch Sünde zerstört zu werden. Sie ist nicht mein, um unter Angriffen zu leiden. Illusionen können sie verschleiern, doch weder ihr Strahlen auslöschen, noch ihr Licht trüben. Sie ist auf ewig vollkommen und unberührt. In ihr werden alle Dinge geheilt, denn sie bleiben so, wie du sie schufst. Und ich kann meine Heiligkeit erkennen. Denn die Heiligkeit selbst hat mich erschaffen. Und ich kann meine Quelle erkennen, weil es dein Wille ist, dass du erkannt wirst. Ewige Heiligkeit weilt in mir.